Moin Moin und herzlich willkommen im Fasten-Channel. Jetzt geht's mal um das Thema Dorn. Da wirst du dich fragen, wieso? Habt ihr doch letzte Woche schon gemacht. Heute Dorn Teil 2. Letzte Woche ging es darum, tatsächlich mal zu erklären, wer ist eigentlich Dieter Dorn, wie hängt das mit Breuß zusammen und so weiter und so fort. Wenn du das noch nicht gesehen hast, klick gerne mal hier oben, schau dir das vorher an, denn heute geht es wirklich nur um die Praxis. Wir zeigen jetzt einmal komplett eine Dornbehandlung von A bis Z, einfach so durch. Ich werde das nebenbei moderieren und dann machen wir einfach mal. Lass uns einfach loslegen, auf geht's. In der Dornmethode fangen wir immer unten an den Füßen an und checken zunächst erstmal, ob eine Beinlängendifferenz vorliegt. Das machen wir, indem wir so pendeln und die Beine hoch machen und stellen jetzt fest, wenn ich meine Finger drauflege, das passt. Ja, also wenn wir jetzt hier einmal schauen mit der Kamera, dann sehen wir keine Beinlängendifferenz. Ja, die Übung fürs Becken ist im Prinzip folgende. Wir machen das Bein in die 90-Grad-Stellung. Komm einmal rum, Jan, dass wir das sehen. Ich drücke hier gegen und wir machen das Bein lang. Nochmal wieder. Das Ganze immer dreimal. Und nochmal. Zack. Ganz genau. Jetzt nehmen wir mal das Knie. Ich gehe mal exemplarisch auf die andere Seite, dann können wir das besser sehen. Hier geht es jetzt darum, auch wieder in die 90 Grad. Ich fixiere jetzt den Unterschenkel und den Oberschenkel, drücke sie zusammen und mache unter Druck das Bein, führe das in die Gerade. Das Ganze auch dreimal. Genau. Und ebenfalls am Fußgelenk kann ich das auch unter Druck wieder in die Neutralposition führen und könnte jetzt tatsächlich sogar noch bis hin zu den Zehen dort arbeiten. Dann darfst du bitte einmal aufstehen. Wir haben jetzt die Hauptgelenke sozusagen der Beine einmal bearbeitet. Dich unten einmal aufstützen, umdrehen bitte. Genau, das Hemd machen wir einmal hoch und du darfst dich mal ganz flach aufstützen bitte. Sehr gut. Ja, ich lege jetzt meine Daumen mal hier hinten auf das Iliosakralgelenk, das ISG, drauf und lass sie jetzt einmal bitte mit dem Oberkörper hochkommen. Genau, auch hier sehen wir, die stehen auf gleicher Höhe. Wenn das jetzt schief wäre, würde das so stehen, also einen Daumen tiefer und einer weiter rausstehen. Ja, ich zeige jetzt mal exemplarisch, wie das dann entsprechend links sein würde. Du darfst einmal nach links rüber treten. Gefällt dir das Video bisher? Dann klick gerne mal hier unten auf Abonnieren und auf die kleine Klingel, weil dann erhältst du eine Nachricht, immer dann, wenn das neueste Video jeden Sonntag online ist und du bist einer der Ersten, der das dann sehen kann. Lass uns weitermachen. Wenn das ISG jetzt auf der linken Seite verschoben wäre, dann würde ich jetzt hier drücken und du pendelst mal mit dem linken Bein, bitte. Genau. Auch da 3 bis 5 Mal. Und dann kannst du dich nochmal in der Mitte aufstützen. Ich würde jetzt kontrollieren, ob das schief ist oder jetzt korrigiert ist oder wir nochmal nacharbeiten müssen. Einmal im Oberkörper hochkommen bitte. Und würde dann feststellen, dass es wieder gerade ist. Tatsächlich funktioniert das relativ gut. Okay, dann darfst du dich wieder vorbeugen in der Mitte. Und ich nehme jetzt mal ein bisschen Öl dazu und fange jetzt an mit dem, was der Dieter Dorn immer als Wirbel einrichten bezeichnet hat. Also in seiner Vorstellung war es ja so, dass die Wirbelkörper im Prinzip nach links oder rechts verschoben sind. Tatsächlich faszientechnisch ist es so, dass die kleine Muskulatur zwischen den einzelnen Wirbelkörpern zu viel Spannung hat und wir die dann die Oberfläche Faszienschicht fixieren mit dem Daumen, während der Patient unten sie bewegt und wir diese Verklebung zwischen diesen Schichten wieder lösen. Das ist im Prinzip das, was faszientechnisch dort passiert. Und ich gehe jetzt einfach mit dem Daumen in die Kuhle und taste so mal die Wirbelsäule ab, links und rechts der Dornfortsätze. Und was ich hier feststellen kann, ist, da ist eine leichte Kurve drin. Kann man nur schwer sehen, muss man schon genau hingucken. Jetzt.
Ja, also hier ist im Prinzip einer, wie wir so schön sagen, nach rechts verschoben. Dem Laien erzählt man es auch immer so, weil es am einfachsten verständlich ist. Das heißt, ich merke mir die Stelle hier und du darfst jetzt im Prinzip noch einmal wieder rüber treten, mhm, auf die Seite, genau. Und dann eben entsprechend gleich mit dem rechten Bein pendeln. Ich drücke jetzt hier einmal rein, genau. Genau, so, jetzt darfst du wieder in die Mitte gehen. Ich gucke jetzt mal und stelle jetzt fest, dort geht es jetzt ganz glatt durch, da ist keine Kurve mehr drin. Ja, und das mache ich im Prinzip die ganze Wirbelsäule so hoch. Und kann dann eben entsprechend sämtliche Verschiebungen erkennen. Und die sind häufig dann auch schmerzhaft. Also gerade wenn es stärkere Verschiebungen sind, dann zum Beispiel hier, wenn ich jetzt von unten komme, kann man es noch deutlicher, jetzt dort ist so eine richtige Stufe zu sehen, also eine Rechtsverschiebung. Wenn ich hier zu drücke, ist das auch unangenehm? Mhm. Das merkst du, ja? Da ist ja was. Okay, gut. Wir sind jetzt aber schon hier knapp unterhalb des BHs, ungefähr im Übergang von der Lendenwirbelsäule in die Brustwirbelsäule. Das heißt, wir sind auf Höhe der Brustwirbelsäule. Wir machen ja diese Rotation, um tatsächlich die Wirbel in eine Bewegung reinzubekommen. Und wenn wir jetzt mit den Beinen pendeln würden, das würde nicht mehr reichen. Also müssen wir jetzt, also an Bewegung, müssen wir jetzt im Prinzip mit den Armen pendeln. Und da gibt es eine schöne Variation von Erhard Seiler, der einfach die Patienten gegensätzlich mit den Armen pendeln lässt. Und das machen wir jetzt mal. Wir holen uns mal einen Hocker zur Hilfe. Und Mary darf sich einmal auf den Hocker setzen. Genau, machen wir so, dass wir was sehen können. Dreh dich mal ein bisschen. Genau, super. Kannst du was sehen, Jan? Perfekt. Und jetzt taste ich nochmal hier, in diesem Fall mit dem Zeigefinger, mir genau die Stelle ab, wo das ist. Also ich habe hier eine Stelle, ne? Die merkst du, ist unangenehm, ne? Mhm. Und hier ist die andere. Das heißt, ich gehe jetzt mit dem Daumen an, fange jetzt hier an der oberen ab und gehe dann runter bis da, um mir das ja beides zu korrigieren. Und du darfst jetzt mal mit den Armen gegensätzlich pendeln. Das ist, wie gesagt, eine Variation, die Erhard Seiler eingeführt hat, die ich sehr gerne mache, weil wir einfach noch mehr Rotation da reinbekommen. Und drücke jetzt einfach das wieder in die Position hier. Ja, Dieter Dorn hat ganz bewusst die Methode nicht schützen lassen. Warum? Weil es eine freie Methode ist und eben jeder sie anwenden darf, ohne jetzt irgendwas Großes zu machen. Natürlich macht es Sinn, das mal gelernt zu haben, ne? Aber es soll eben einfach den Leuten in der Dorn-Szene ganz wichtig, es soll eine Jedermann-Methode bleiben und es soll sich nicht irgendjemand dran bereichern. Das ist im Prinzip das. Dann darfst du noch einmal aufstehen, dich wieder aufstützen. Sei so lieb, zieh das Oberteil einmal aus. Und ich hole mir noch ein bisschen Öl und dann gehen wir mal an die Brustwirbelsäule ran. Auch hier wieder, die Haare machen wir mal ein bisschen zur Seite. Tatsächlich gucke ich mir jetzt mal die Brustwirbelsäule an. Auch eine spannende Geschichte. Hier merkst du, da ist ganz schön doll, auch tut unangenehm da, ne? Das ist also, man sieht hier auch richtig so eine Kurve verschoben. Und das ist tatsächlich relativ häufig. Sie hat jetzt hier ein paar Verschiebungen nach rechts. Ja, also so eine Kurve im Prinzip. Und der Körper kompensiert das sofort, indem er hier, der ist auch schmerzhaft, ne? Mhm. Dann merkst du das auch. Im Prinzip, hier waren zwei nach rechts, jetzt sind hier zwei nach links. Das ist tatsächlich relativ häufig so, dass der Körper versucht, wenn er Verschiebungen hat, das dann gleich wieder gegenzuarbeiten, dass es in Summe wieder in der Mitte sozusagen ist. Also sprich, wenn zwei nach rechts sind, sind zwei nach links. Nicht immer so, aber recht häufig tatsächlich. Dann gehen wir mal wieder auf den Hocker. Und in diesem Fall gehe ich von der anderen Seite ran, muss Jan mit der Kamera mal rumkommen. Du darfst wieder pendeln, ich fange knapp oberhalb dieser Stelle an und du darfst loslegen. Ja, und ich drücke jetzt hier wieder in die Tiefe. Und arbeite mich so durch und an den Stellen, wo es eben unangenehm ist, bleibe ich eben auch und halte meinen Druck und im Prinzip pendelt Mary sich das selber rein und ich unterstütze sie dabei nur, ne? Ich leihe ihr sozusagen nur den Daumen mit dem Druckpunkt und sie macht das. Okay, gut. Jetzt gehe ich nochmal wieder mit den Händen da längs und stelle fest,
Hier unten ist es schon gut. Den da müssen wir noch mal ein bisschen nacharbeiten. Ne? Gut, darfst du noch mal pendeln. Jetzt gehe ich hier auf den Punkt, ist unangenehm. Ne? Ja, sehr. Gut, also sind wir schon mal richtig. Das ist auch immer so ein Zeichen, wenn es sehr unangenehm ist, dann ist auf jeden Fall da was im Argen. Und da muss man dann mal ran. Okay, super, danke schön. Ich mache die Haare zur Seite. Jetzt gehen wir nochmal durch. Sehr gut, hier geht es jetzt ganz glatt. Kann ich da hier durchstreichen, das ist perfekt. Ich wechsle mal die Seite. Jetzt gehen wir mal an den Übergang zur Halswirbelsäule. Super, das ist schon mal soweit gut. Wichtig ist eben auch, sich den großen, den siebten Halswirbel anzuschauen, ne, den Vertebraprominenz, der eben rausschaut, der Prominente. Kann man immer sehen, einmal im Kopf wieder gerade machen. Genau, und wieder hoch und nach vorne klappen, genau. So da, wo dieses Aufklappen stattfindet, das ist dann der siebte Halswirbel. Und jetzt darfst du einfach mal gerade ausschauen. In der Halswirbelsäule selber gehen wir dann über die Querfortsätze. Das heißt, ich gehe hier, die Haare mal so, genau, gehe hier seitlich jetzt ran, nicht mehr hier über den Bereich und taste jetzt im Prinzip, du guckst wieder nach vorne, super, ob dort Verschiebungen sind und taste hier tatsächlich rechts richtig Knubbel. Das sind gemeine Stellen, ne? Da, ne? Mhm. Genau. Also auf der rechten Seite ist im Prinzip durchaus was zu sehen, während wenn ich links streiche, ist es ganz anders. Hier unten ist auch einer, ne? Mhm. Den merkst du, ne? Ja. Das heißt, wir haben tatsächlich jetzt hier im unteren Bereich haben wir einen Wirbel, der ist nach links verschoben, während hier oben mindestens zwei nach rechts verschoben sind. So, auch hier würde jetzt mit den Armpendeln wenig Rotation dort oben bringen. Das heißt, jetzt wird der Kopf rotiert. Das heißt, du schaust einmal nach links und nach rechts immer hin und her, genau. Und auch hier halte ich jetzt im Prinzip mit dem Daumen, kann man durch die Haare ein bisschen verdeckt, ne, guck ruhig geradeaus, halte ich im Prinzip einfach nur dort gegen und sie pendelt sich das Ganze wieder in Position. Ja, das heißt, die eigentliche Arbeit macht die Person selber. Super, klasse. Und jetzt gucken wir wieder. Ja, der Schmerzpunkt ist hier unten deutlich weniger. Ja, dafür haben wir aber rechts noch unsere Punkte. Das heißt, dasselbe jetzt nochmal rechts. Ich drücke wieder mit dem Daumen dort rein, halte, fixiere den Punkt und sie pendelt sich das Ganze im Prinzip wieder frei. Super, okay. Jetzt taste ich mal wieder, dass wir nach vorne schauen. Guck jetzt einfach mit den Händen nochmal links und rechts. Das ist schon deutlich besser. Einen haben wir hier noch, den müssen wir nochmal nacharbeiten. Auch hier habe ich ihn getastet. Wechsel jetzt mit dem Daumen wieder an die Stelle und du darfst das Pendeln wieder beginnen. Ja, super. So, jetzt als letztes gibt es den Atlas zu tasten. Wir nehmen die Haare mal nach hinten. Mhm. Den tastet man hier unterhalb in dieser Kuhle. Guck's mal geradeaus bitte und geh dort mit den Fingern rein. Und ja, jetzt sag mal, ich spüre durchaus einen Unterschied zwischen links und rechts. Eine Seite ist deutlich unangenehmer. Sag mal, welche? Rechts. Rechts, okay. Gut, ja, also wir haben jetzt eine Rechtsverschiebung und da wird nach Dorn im Prinzip, gehe ich jetzt lieber mit dem, da habe ich mehr Gefühl, fasse den Kopf an und pendel jetzt zusammen. Und das Einzige, wo der Unterschied ist, ich ziehe den Kopf jetzt nach oben, um einfach das Gelenk ein bisschen aus der Spannung rauszunehmen und drücke jetzt in diesem Fall mit dem Mittelfinger dort rein. Das ist echt unangenehm auch, ne? Ja. Ja, okay, sehr gut. Super. So, jetzt sind wir am Schädel angekommen und haben im Prinzip nach Dorn einmal gemacht, alles durchbehandelt. Und jetzt geht es im Prinzip darum, dass Sie für die jeweiligen Bereiche Selbsthilfeübungen bekommen und die dann eben regelmäßig durchführt, weil das, was wir behandelt haben, hat natürlich Potenzial, dass es auch wieder ins alte Muster zurückfallen könnte. Und da gibt es eben gezielte Dorn-Selbsthilfeübungen für jedes Gelenk, für jeden Bereich, womit man das selber sozusagen wieder in Position bringen kann. Das wäre dann das, was man zu Hause noch machen kann, nach so einer Dornbehandlung.
Wenn du da mehr Informationen zu haben möchtest, wie gesagt, beim letzten Mal haben wir schon über Dorn Kongress gesprochen oder auch dornfinder.org, da kannst du deine Postleitzahl eingeben und einfach den nächsten Dorn-Anwender in deiner Region finden. Oder ansonsten Faszientherapeut, auch die machen häufig den Bereich, decken die mit ab. Das war's für diese Woche von dem Dorn Teil 2 und wir wünschen dir eine schöne Woche und sehen uns nächsten Sonntag wieder im Faszien-Channel. Ciao! Hat dir das Video gefallen? Dann lass gerne mal ein Like da und wenn du Fragen hast, dann freuen wir uns über Kommentare.